Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem ich mal ein Mikrofon vorstelle. Ich habe mal für die neue Kamera, die ich habe, ein Mikrofon gekauft. Und jetzt dachte ich mal, stelle ich das mal vor. Einfach mal, dass man ein paar Vergleichsaufnahmen hat und so. Und da es gerade unendlich heiß ist und es ja eigentlich nichts Besseres gibt wie einen rauschenden Bach als hintergrundnerviges Umgebungsgeräusch, dachte ich mir, fahre ich zum Auerbach, zu den Tatzelwurm-Wasserfällen hoch und filme mal von hier. Aktuell habe ich die Zoom-Einstellung drin im Mikrofon, die quasi entsprechend diesen Pegel, diese entsprechende Keule anpasst an den Zoom, der in der Kamera eingestellt ist. Parallel dazu natürlich, oh, ist das hier rutschig, oh, parallel dazu auch nochmal die, oh, das ist wirklich rutschig, parallel dazu nochmal die, das Lavalier-Mikrofon am Laufen, einfach, dass man halt sieht, dass man so einen Vergleich hat mit dem Lavalier-Mikrofon. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weg und wieder her, einfach mal zum Probieren. Ich schalte dann auch um und blende euch ein, was gerade für ein Mikrofon und was für eine Art drin ist. Es gibt noch eine zweite Einstellung im Mikrofon, und zwar die Gun-Einstellung. Die schalte ich jetzt mal ein. In der Gun-Einstellung wäre quasi die maximale Spitze drin. Also spitzer wie in der Gun-Einstellung geht es nicht. Das wäre quasi maximaler Zoom. Und das wäre dann jetzt quasi diese Einstellung hier. Ich gehe jetzt mal einen weniger rutschigen Weg zurück, wenn es den denn geben sollte. Einfach damit man auch mal sieht, wie das Mikrofon seitlich zieht. Entsprechend, wenn man jetzt nicht direkt davor steht, dass man quasi mal gucken kann, wie das Mikrofon seitlich klingt. Wie gesagt, das wäre jetzt die Gun-Einstellung. Und gerade mal als Vergleich dazu zu diesem Mikrofon hier, kann ich ja auch mal euch die Originaleinstellung reinpacken. Das oben ganz cool umschaltet. Das ist das Originalmikrofon, das mit verbaut ist bei der Kamera. Das klingt so. Also da ist schon ein deutlicher Qualitätsunterschied zu hören. Der Test am Wasser war natürlich ein bisschen gemein, muss ich jetzt zugeben, denn das Wasser war schon verdammt laut. Ich muss jetzt noch deswegen im Nachhinein ein paar Worte zu deinem Mikrofon sagen. Das Mikrofon ist an sich echt gut. Also ich nehme jetzt gerade mit der Gun-Methode auf. Es ist auf jeden Fall deutlich besser wie das interne Mikrofon von der Kamera. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ich bin jetzt nicht so der Tonexperte, dass ich jetzt wüsste, was man da für Tests machen kann oder sowas. Da kenne ich mich einfach nicht aus. Von dem her, ich habe jetzt mal eben diese Tests am Wasser und jetzt diese Aufnahmen hier gemacht. Ich kann grundlegend sagen, das Mikrofon geht echt gut. Ich brauche nicht mehr irgendwie nachbearbeiten, Lavalier-Mikrofon dran machen, oder ich habe oft mit dem USB-Mikrofon aufgenommen. Dann musste ich Tonspur und Audio- und Videospur synchronisieren, habe immer geklatscht am Anfang. Bum, bum, bum. Das fällt jetzt zum Glück alles weg. Bin ich echt froh drum, spart einiges. Und ansonsten, ich meine, natürlich kann das jetzt nicht mit einem 200, 300, 400 Euro Mikrofon mithalten. Ansonsten ist es total bequem, es hat keine Batterie drin, finde ich total cool. Es geht über diesen Media Interface Anschluss, das ist dieser komische, also Standard Blitzschuh. Oben hat die Kamera, hat ein Fotoapparat, und die haben dann quasi innen drin, kann es euch ja hier mal zeigen, die haben quasi innen drin, ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen, die haben quasi innen drin hier nochmal so Kontakte versteckt, da im Blitzschuh, und da geht die ganze Intelligenz und so drüber. Hat einen riesen Vorteil, die Kamera erkennt quasi, was ich oben eingestellt habe, ob Zoom, wenn ich es ausschalte oben an dem Schiebeschalter, dann geht es direkt aufs interne Mikrofon der Kamera zurück, und es geht auch die Spannungsversorgung über diesen Media Interface Gedönse da hoch. Man muss allerdings auf die Kompatibilitätsliste achten, denn zum Beispiel mit der Spiegelreflex hier funktioniert das Mikrofon, wenn ich filmen würde, also so grundlegend. Allerdings funktioniert diese Zoom-Einstellung nicht. Also wenn man dann auf Zoom draufklickt, dann sagt er irgendwie Hardware not supported oder so. Also da muss man, gibt es eine Liste dazu bei Sony direkt, wo man quasi das angucken kann, mit welchen Kameras das Mikrofon kompatibel ist. Jo, gekauft habe ich es bei Amazon. Link dazu haue ich unten rein. Ihr müsst natürlich nicht das Mikrofon bei Amazon kaufen, wenn es woanders auch gibt, aber durch den Link unterstützt ihr mich halt, wenn ihr draufklickt, da kriege ich so ein bisschen Provision, kostet euch nicht mehr. Wäre cool, wenn ihr dann drüber was bestellen würdet. Ansonsten, wie gesagt, ihr werdet in den nächsten Zeiten von diesem Mikrofon die Tonqualität hören. Wenn es euch überhaupt nicht gefällt und ihr sagt, um Gottes Willen, ey, hajo, das geht
gar nicht, hau das Ding weg. Schreibt es mal das in die Kommentare. Ich werde jetzt hier mal reinhüpfen, es ist angenehm kalt. Wünsche euch auch ein ganz schönes Wochenende. Genießt das Wetter, geht raus, solange es schön ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!